Ja, herzlich willkommen. Wir wollen über endliche Automaten sprechen. Einen davon haben Sie gerade gesehen in äh, einer echten Implementierung, ganz schön schweres Teil, die Resulta BS7. Etwas eingeschränkt in ihrer Funktionalität, aber ganz offensichtlich eine Rechenmaschine. Ähm, sie kann addieren, sie kann sogar subtrahieren. Damit endet der Funktionsumfang dieses Gerätes. Und sie ist ganz offensichtlich sehr endlich. Also alles, was hier passiert, ist rein mechanisch und die Zustände, die diese Maschine einnehmen kann, sind also in ihrer Zahl sehr begrenzt. Trotzdem nicht unbedingt klein. Wenn Sie es mal vergleichen mit unseren Spielzeugautomaten, die wir hier im, als Beispiele ansehen, dann können Sie sehen, dass... Dieser hier, wenn Sie sich allein die Stellen der Zahlen und der Eingabe anschauen, schon deutlich mehr Zustände insgesamt repräsentieren kann. Und insofern nicht sehr übersichtlich wäre, wenn Sie da ein Zustandsübergangsdiagramm zeichnen wollen. Gut, ähm, wir wollen uns das Ganze noch ein wenig abstrakter anschauen als in dieser äh, konkreten Implementierung. Mein Name ist Markus Krötz, ich bin froh, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Videoreihe zum Thema. Formale Sprachen und Automaten. Ja, und wir hatten uns ähm, Automaten ja am Anfang schon einmal ganz kurz angesehen in Form von diesem Beispiel hier. Ja, Sie erinnern sich, ein Bezeichner ist ein String, der mit einem Buchstaben beginnt und danach nur Buchstaben oder Ziffern enthält. Das konnte man auf viele Arten darstellen, unter anderem auch mit so einem endlichen Automaten aus zwei Zuständen. Wir hatten dazu erklärt, wie das funktioniert. Ich möchte es Ihnen nochmal konkret im Beispiel hier zeigen für ein paar Eingaben, die man hier bearbeiten könnte. Die erste Eingabe UTF8 beginnt also mit einem U und wenn wir diese verarbeiten wollen mit diesem Automaten, dann beginnen wir zunächst im Stadtzustand statt ähm, und lesen dort das erste Zeichen. Das erste Zeichen U ist ein Buchstabe, das heißt der Übergang, der hier stattfindet, ist der Übergang Buchstabe. Wir gelangen zum Zustand inner. Das nächste Zeichen wieder Buchstabe. Wir bleiben in Inner. Noch einmal mit dem F und zuletzt kommt die Zahl, äh, die auch zu inner zurückführt und an dieser Stelle endet das Wort und wir befinden uns im Endzustand inner, das heißt, dass die Eingabe akzeptiert wird. Das zweite Beispiel, auch hier beginnen wir mit, ein, mit dem Startzustand, lesen dann C, ein Buchstabe, und gelangen zu inner. An dieser Stelle folgt ein Plus. Ein Plus ist nun weder ein Buchstabe noch eine Ziffer, das bedeutet, wir haben an dieser Stelle keinen Übergang. Was soll passieren? Der Automat gibt auf und lehnt die Eingabe ab aufgrund des fehlenden Übergangs. Und ähm, die dritte Möglichkeit, das dritte Verhalten, was wir auch bei Automaten sehen können, ist, dass wir in einen Zustand gelangen, nachdem wir das Wort eingelesen haben, der kein Endzustand ist. Das passiert hier nur für das leere Wort. Für alle anderen Wörter, ähm, wenn wir einmal etwas Gültiges gelesen haben an erster Stelle, müssten wir in einem Endzustand sein. Das heißt also, hier leeres Wort beginnt im Startzustand, damit gibt es keine weiteren Eingaben und der Automat beendet seinen Durchlauf und lehnt die Eingabe ab, da wir nicht in einem Endzustand sind. Okay, gut, das also sind endliche Automaten, aber ähm, gleichzeitig ist diese Darstellung natürlich nicht besonders praktikabel, wenn man mit ihnen arbeiten möchte eher zur Illustration geeignet. Manchmal kann man sich auch ein bisschen einen Überblick verschaffen, wenn der Automat klein ist, aber schon bei Resulta BS7 würden Sie mit so einem Diagramm nicht mehr sehr weit kommen. Das heißt, es ist sinnvoll, eine andere Notation zu finden, mit der wir auch Automaten ähm, aufschreiben können, ohne dass wir ein riesiges Diagramm zeichnen müssen. Und das möchte ich Ihnen hier zeigen. Also ein deterministischer endlicher Automat, international auch DFA für Deterministic Finite Automaton. Es gibt auch durchaus die Abkürzung DEA in der ähm, Literatur im deutschen Raum ähm, mit der offensichtlichen Bedeutung. Ja, Sie können gerne beides verwenden, was Ihnen besser gefällt. Ähm, ein solcher deterministischer endlicher Automat M wird also auch wie bei Grammatiken schon kennengelernt wieder durch ein Tupel dargestellt. Er hat verschiedene Bestimmungsstücke und wir listen die einfach so auf. Ähm, und fassen die also der Reihe nach zusammen. Wir müssen bloß die Reihenfolge immer einhalten, ähm, damit das Tupel genau der Definition entspricht. Der erste Bestandteil hier in der, dem Fall ist die Menge von Zuständen. Q, eine endliche Menge von Zuständen, wird traditionell mit groß Q bezeichnet. Das liegt vor allem daran, dass Zustände oft mit kleinen Qs bezeichnet werden. Q1, Q2, Q3 und so weiter. Das ist der einzige Grund, ansonsten steht das Q für nichts. Sigma, das Alphabet, kennen Sie schon. Auch Automaten sind jeweils für ein bestimmtes Alphabet definiert. Das haben wir auch bei Grammatiken so gehandhabt, dass das Alphabet zusätzlich gegeben ist und nicht irgendwie implizit in äh, der sonstigen Struktur nur angegeben ist. Dann, das Wichtigste ja vielleicht beim Automaten ist die Übergangsfunktion. Das ist das, was wir im Bild mit Pfeilen dargestellt haben. Mathematisch kann man das fassen als eine partielle Funktion das heißt eine funktion die nicht überall definiert ist die abbildet von einem paar nämlich ein paar eines zustands und eines zeichens auf einen anderen zustand und die idee dabei ist die dass man in einem bestimmten zustand sich befindet und ein bestimmtes zeichen liest und ausgehend von diesen beiden dingen dann entscheidet in welchem zustand man gelangt das ist also eine Übergangsfunktion. Es ist eine Funktion, das heißt, ich gelange immer genau in einen Zustand, wenn ich äh, sie nutze, aber sie ist partiell. Das heißt, es gibt Fälle, in denen der Übergang nicht existiert für ein bestimmtes Zeichen. Das haben wir auch gerade gesehen. So. Und dann benötigen wir natürlich noch einen klar definierten Startzustand, der hier Q0 genannt ist und das werden wir auch oft zur Hand haben, und Endzustände, wobei hier eine Menge f von Endzuständen angenommen wird. Man Darf auch mal mehr als einen haben. Beim Startzustand muss es einer sein, sonst wäre unklar, wo wir beginnen, aber beim Endzustand darf man mehr als einen erlauben. Die werden dann eben alle akzeptiert. F natürlich für Finalzustand, ja, Endzustand. Okay, gut. Das ist also die Definition von deterministischen endlichen Automaten. Und ähm, die können wir jetzt auch in unserem Beispiel anwenden. Ähm, das mache ich auch gleich. Vorher sage ich Ihnen noch etwas über eine. Kurzschreibweise, die ich gerne anwende, wir schreiben manchmal statt delta q, a gleich q-, also statt so einer funktionalen Notation für die Übergangsfunktion, einfach ähm, so einen Pfeil, in dem wir schreiben, q geht mit a nach q- über. Wenn wir wissen, von welchem Delta wir sprechen, ist es oft etwas bequemer, das so darzustellen. Okay, gut, jetzt also zu dem Beispiel. Wir haben diesen Automaten ähm, betrachtet und mit der Definition ergibt sich... Die Formalisierung wie folgt. Wir haben zwei Zustände. Q ist also eine zweielementige Menge mit Start und Inner. Das Alphabet hatten wir hier überhaupt nicht ganz klar definiert. Man würde davon ausgehen, dass es zumindest die Buchstaben und die Ziffern enthält. Und die Übergangsfunktion kann man dann definieren, indem man sagt, in, im Zustand Q Start gelangen wir mit der Funktion nach Inner für alle x, die Buchstaben sind. Äh, Im Zustand inner gelangen wir auch zu inner für alle y, die entweder Buchstaben oder Ziffern sind. Und äh, für alle anderen Fälle ist die Übergangsfunktion nicht definiert ähm, und äh, ist also partiell in diesem Sinne. Q0 ist der Startzustand start und die Menge der Endzustände ist die, die einelementige Menge mit dem Zustand inner. Okay, gut, das ist schon alles. Und damit haben wir also definiert, ähm, was ein Automat ist und können das so formal niederschreiben, wenn wir mögen. Jetzt kann man sich überlegen, gut, ich hatte ja anfangs gesagt, das Ding hier ist ziemlich endlich, also ähm, ganz klar ein Beispiel für einen endlichen Automaten, aber es ist ja nicht das, die einzige Rechenmaschine, die Sie gerade vor sich sehen. Ja? Sie sitzen an irgendeinem Computer. Wie ist es denn mit dem? Ist Ihr Computer auch ein endlicher Automat? Im Prinzip schon, oder? Computer haben endlich viel Speicher, das heißt, sie haben nur endlich viele Zustände, die dieses System einnehmen kann. Ähm, physikalisch können das natürlich sehr, sehr viele Zustände sein, wenn sie auf Elektronenebene heruntergehen, aber die richtig relevanten Zustände, die für die Berechnung eine Rolle spielen, sind deutlich geringer und sind die digitalen Zustände. Ähm, Genau wie bei dieser Maschine übrigens, die natürlich äh, auch mechanisch allerhand Zwischenzustände einnehmen kann, die nicht äh, Teil des Maschinenmodells sind, sondern die einfach bloß durch zum Beispiel durch Verklemmung des äh, Hebels für die Subtraktion entstehen, wie man leicht erfährt, wenn man das mal ausprobiert. Ähm, ähm, aber das meinen wir nicht. Also wir haben die definierten und äh, digital relevanten Zustände, sind auf jeden Fall endlich. Die physikalischen wahrscheinlich auch, aber auf einer ganz anderen Skala. Ähm, das heißt, wir haben diese endlich vielen Zustände und die Programme, die auf dem Computer ablaufen, verändern dann diesen Speicherinhalt nach festen Regeln. Und das kann man sicherlich als Übergangsfunktion auffassen. Ja? Also das ist eine Funktion, die für jeden äh, Zustand des Systems genau ähm, definiert, wie der nächste Zustand aussehen soll. Sind also alle Computer endliche Automaten? Können wir die gesamte Informatik verstehen, indem wir die Theorie der endlichen Automaten verstehen? Okay, da können Sie jetzt kurz drüber nachdenken und das Video anhalten, wenn Sie noch länger darüber nachdenken wollen. Die Antwort lautet natürlich Jein. Ja. Einerseits stimmt alles, was hier steht. Ähm, sicherlich sind Computer in diesem Sinne endlich und in diesem Sinne deterministisch. Aber dennoch ist es kein besonders sinnvolles Modell im allgemeinen Fall. Zum einen deshalb, weil die Zustandsmenge und die Übergangsfunktion extrem groß werden. Das ist schon bei meinem kleinen Schreibtischmodell hier eine ziemlich große Übergangsfunktion natürlich. Aber wenn Sie einen Digitalrechner benutzen, sind das natürlich eine so hohe Anzahl von Zuständen und Übergängen, dass es kaum noch möglich ist, irgendwie praktisch damit zu arbeiten. Und ähm, das zweite, vielleicht viel wichtigere Argument ist, dass wir in Computern ein sehr systematisches Verhalten vorfinden. Und das bedeutet insbesondere, dass äh, Computer sich äh, häufig unabhängig von der genauen Speichergröße und der genauen Eingabegröße immer gleich verhalten werden, äh, in bestimmten Fällen. Ähm, wenn Sie eine Software auf einem Rechner mit 8 Gigabyte RAM ablaufen lassen, wird die sich ähnlich verhalten, wie die gleiche Software auf einem Rechner mit 16 GB RAM sich verhalten würde, sofern die Aufgabe, die Sie damit lösen wollen, innerhalb dieses Speichers lösbar ist. Aber wenn Sie das Ganze als ein riesiges, endliches Automatenmodell auffassen, wären das natürlich völlig unterschiedliche ähm, Graphen, die sie damit erhalten oder für unterschiedliche Übergangsfunktionen. Das heißt, man verliert in gewisser Weise einen Teil des Verständnisses über die Systematik des, der Speichermanipulation zum Beispiel, wenn man einfach nur jeden denkbaren Speicherzustand als einen Zustand wahrnimmt, der ähm, dann irgendwie in andere Zustände übergeht. Ähm, wir werden noch Maschinenmodelle kennenlernen, die den Speicher von der, ähm, vom Kontrollfluss trennen und auf diese Art ähm, besser die Systematik abbilden können und auch für wachsenden Speicher äh, systematisches Verhalten zeigen äh, und nicht nur für eine bestimmte feste Speichergröße. Ähm, trotzdem soll ich vielleicht noch sagen, dass auch diese Sicht des endlichen Automaten für komplexe Programme wertvoll sein kann und auch in der Praxis angewendet wird. Also vor allem, wenn es darum geht, das Verhalten von Programmen zu analysieren, macht man das nicht selten äh, dadurch, dass man kleine Programme, äh, eingegrenzte Funktionen innerhalb eines Programms als ein einer Art endlichen Automaten auffasst, ja. Transitionssysteme ähm, es nennt man das in diesem Fall, ja. Und das wird viel verwendet in der formalen Verifikation, in den formalen Methoden und führt auch zu konkreten Ergebnissen. Also man kann durchaus zumindest in Teilen Computer so modellieren und auch wenn man dann Millionen und alle Millionen von Zuständen bekommt, ähm, dafür dann wiederum sehr leistungsfähige Analysealgorithmen äh, auf diesem Zustandsgraph äh, durchführen, die vielleicht mit dem komplexeren Modell, in dem wir Programm und Speicher trennen, nicht so einfach umsetzbar gewesen wären. Also, ja lautet die Antwort. Okay, gut. Ähm, an der Stelle möchte ich zurückgehen zu unserer äh, formalen Sicht auf die... Ähm, Automaten, bisher haben wir nur definiert, was ein Automat ist und wir haben natürlich auch irgendwo eine Vorstellung davon, was der Automat tut, aber genau definiert haben wir es noch nicht, das möchte ich als nächstes machen. Die Sprache eines DFA. Wir wollen definieren, welche Sprache ein Automat erkennt und die Intuition dabei ist selbstverständlich, dass, eine, dass es die Sprache aller der Wörter ist, die der Automat akzeptiert. Um das genau zu definieren, erweitern wir zunächst die Übergangsfunktion Delta. Die wir nur auf Wörtern und einzelnen Symbolen definiert hatten, zu einer Übergangsfunktion Delta, die äh, pardon, auf Zuständen und einzelnen Symbolen meinte ich, ähm, zu einer Übergangsfunktion, die auf Zuständen und ganzen Wörtern definiert ist. Und die Idee dazu ist einfach, dass für einen gegebenen Zustand Q und ein Wort W ähm, Delta von Q, W der eindeutig bestimmte Zustand ist, den man erreicht, wenn man ausgehend von Q das Wort W einliest. Das heißt, sie machen einfach mehrere Übergänge. Wie kann ich das mathematisch genau definieren? Die Idee ist ja ist einfach äh, genug. Mal am einfachsten in dem Fall ist es, das rekursiv zu tun, indem man für längere Wörter das Ergebnis definiert, indem man sich auf das Ergebnis für die kürzeren Fälle bezieht. Wir beginnen mit dem kürzesten denkbaren Fall, nämlich mit dem leeren Wort epsilon. M Delta von Q, epsilon wird einfach definiert als Q für alle Zustände Q. Das ist das leere Wort, da ändern wir den Zustand gar nicht. Und für längere Wörter ist es dann so, dass wir sagen, ähm, Delta von Q und Symbol A gefolgt von einem Restwort V. Also wir haben hier ein Präfix A und danach das Suffix V, was auch leer sein könnte. Ähm, und jetzt definieren wir den Wert dieser Funktion, indem wir sagen, das ist genau Delta von dem Zustand, den man erhält, wenn man von Q aus A liest. Und anschließend dann äh, V weiterliest. Das heißt also, wir nehmen das erste Zeichen heraus und führen einen Zustandsübergang durch und bearbeiten dann das restliche Wort V mit Rekursiv weiter. Es ist kürzer, das heißt, die Rekursion wird irgendwann enden, vielleicht ist V jetzt schon leer und wir bleiben einfach in Q. Ähm, hier sollte man berücksichtigen bei der Definition, ich benutze Delta und überlade Delta eigentlich. Ja. Es gibt eigentlich zwei Funktionen Delta hier. Die ursprüngliche, die für ein einziges äh, Eingabesymbol definiert war, und die neue, die jetzt für beliebige Wörter definiert wird. Und ähm, in dem rekursiven Fall ist also dieser innere Teil eigentlich die ursprüngliche Definition. Delta QA ist das, was wir für den Automaten schon gegeben hatten, während dieser äußere Teil ist, eigentlich, ist die rekursiv aufgerufene Definition. Ähm, Delta-Funktion für längere Wörter, die ich gerade definiere. Okay, gut. Und ähm, das alles funktioniert natürlich nur in diesen Rekursionsschritten, wenn ähm, alle Übergänge definiert sind. Delta ist ja eine partielle Funktion, das heißt es kann passieren, dass dieser Teil hier undefiniert wird an irgendeiner Stelle und in diesem Fall sind auch die, äh, ist auch das Gesamtwort äh, undefiniert. Okay. Mit dieser Definition, der, der Wortübergänge, wenn wir so wollen, können wir jetzt die Sprache eines DFA ziemlich leicht beschreiben. Wir sagen einfach, die Sprache für den DFA M ist die Menge LM aller Wörter aus Sigma Stern, die so sind, dass man äh, von Q0 aus, wenn man das Wort einliest, in einen Endzustand gelangt. Ja. Jetzt habe ich Ihnen das in Sprache übersetzt, was hier mathematisch steht. Und äh, es ist natürlich genau die Idee, die wir äh, von Anfang an hatten, aber jetzt mit den entsprechenden formalen Schreibweisen. Es ist ja oft so, dass die grundsätzliche Idee davon, wie etwas zu tun ist, früher ist oder vor der eigentlichen mathematischen Definition kommt und ein Lernziel natürlich auch ähm, in Veranstaltungen wie diesen, wo es um die mathematischen Grundlagen der Informatik geht, ist es, dass sie auch verstehen, wie ähm, man von einem zum anderen gelangt, beziehungsweise diesen Bezug herstellen können von der Intuition, die man äh, auf der einen Seite hat, zu der formalen Schreibweise auf der anderen und hoffentlich auch wieder zurück. Ähm, und äh, beides hat, wie gesagt, seinen Wert. Äh, oftmals auch Mathematiker arbeiten sehr viel mit den Intuitionen, wenn sie etwas Neues entwickeln oder einen Beweis aufstellen, aber gleichzeitig braucht man auch die Formalität, um äh, sicherzugehen, dass man zum Beispiel keine Fehler macht und natürlich letztlich auch, um mit anderen zu kommunizieren, weil die Intuition meistens etwas schwammig ist und sich schwer eindeutig übertragen lässt. Okay, gut, also wir haben es geschafft, die äh, Sprache zu definieren. Ähm, jetzt möchte ich fast schon am Ende dieser kleinen Vorlesung heute noch eine kurze Bemerkung zur Definition von Automaten allgemein machen. Es ist so, dass man so ein relativ kompliziertes Gebilde wie ein DFA nun schon ist, mit seinen fünf Teilen auch an verschiedenen Stellen anders definieren könnte, ohne dass sich das, dass das wesentlich etwas ändert an dem, was man letztlich an Ergebnissen herausbekommt. Und ähm, ich möchte auf eine solche Änderung noch eingehen. Es ist nämlich ähm, denkbar, dass man statt der partiellen Funktion für die Übergänge, die wir verwendet haben, eine totale Funktion verwendet, das heißt einen Automaten betrachtet, der in jedem Zustand für jede Eingabe ein definiertes Verhalten zeigen muss. Eine, die Möglichkeit undefinierten Verhaltens gibt es dann nicht. Und es stellt sich heraus, dass das nichts daran ändert, was dieser Automat tun kann und nichts daran ändert, welche Sprachen man mit diesem Automaten erkennen kann, da man ganz einfach unser erstes Modell in dieses totale Modell umwandeln kann. Und ähm, das möchte ich Ihnen hier mal zeigen. Wie funktioniert das? Die Idee ist sehr einfach. Um totale Übergänge zu erreichen, um die undefinierten Übergänge zu entfernen, sozusagen, führen wir einfach einen zusätzlichen Zustand ein, einen Fangzustand. Und dieser Zustand wird verwendet als Ziel für all die Übergänge, die im partiellen Automaten gefehlt haben. Also hier ist das mal dargestellt in diesem kleinen Algorithmus. Der Eingabe, die Eingabe ist also ein DFA nach, unserem, nach unserer Definition mit einer partiellen Übergangsfunktion. Die Ausgabe wird ein anderer DFA M Total sein, der also leicht andere Bestimmungsstücke hat. Sie sehen, er hat eine, eine andere Zustandsmenge, aber das gleiche Alphabet, eine andere Übergangsfunktion, den gleichen Startzustand und die gleichen Endzustände. Das sehen Sie auch hier das ist ein Vorteil dieser formalen Darstellung. Man kann ziemlich leicht in wenig Symbolen solche äh, Übertragungen durchführen. Ja, also sehen sofort, was hier gleich bleibt und was sich eventuell ändert. Ähm, der Algorithmus ist jetzt sehr einfach. Zunächst führen wir einen neuen Fangzustand ein, den nenne ich hier mal Qf. Das heißt, Q- ist einfach nur die Vereinigung von Q mit Qf, gehen davon aus, dass es den noch nicht gibt. Also es äh, soll ein neuer Name sein, ein neues Element, was hier noch nicht vorkommt. Und für alle Zustände, die in Q' vorkommen. Achtung, nicht nur in Q. Und für alle Symbole a im Alphabet definiere ich jetzt die neue Übergangsfunktion d' äh delta' von Q und a als delta von Q und a, falls das definiert war. Also ich behalte die alten Übergänge einfach so, wie sie sind bei. Und falls es nicht definiert ist, als QF. Das heißt, alle fehlenden Übergänge gehen nach QF. Einfache Idee. Und ähm, diese Definition, da sie für alle Zustände in Q' gegeben ist, hat insbesondere auch ähm, den Effekt, dass für QF selbst alle Übergänge mit allen Symbolen wieder zu QF selbst führen. Weil offensichtlich QF für QF nichts definiert war in ähm, Delta. Genau genommen ist Delta nicht mal von der Signatur her auf QF definiert. Das ignorieren wir hier ein bisschen. Ähm, das heißt also, dass es äh, für Delta QF, A ist mit Sicherheit in keinem Fall definiert und deshalb ähm, ist es per Definition dann QF das Ergebnis für diesen Fall. Okay, gut, das heißt also mit anderen Worten, falls wir irgendwann beim Lesen in QF gelangen, dann bleiben wir auch für immer dort. Alle Übergänge für jegliches Eingabesymbol in QF führen einfach nur wieder zu QF zurück. Okay, hier ein kleines äh, Beispiel damit und auch nochmal ein Satz dazu, der das, was. Äh, hier zeigen wollten, zusammenfasst, nämlich dass dieser neue Automat m total eine totale Übergangsfunktion hat. Das ergibt sich per Definition. Wir haben für jeden Fall was definiert. Es ist kein undefinierter Fall mehr dabei. Und ähm, dass er dieselbe Sprache akzeptiert wie m. Das heißt, l von m total ist gleich l von m. Es hat sich an der Sprache nichts geändert, aber die Übergangsfunktion ist total. Ähm, das werde ich nicht im Detail noch ähm, beweisen. Ich hoffe, Sie sehen, dass das. Plausibel ist. Ja? Also der Fangzustand dient lediglich dazu, um ähm, die undefinierten Fälle zu, äh, abzudecken und wird, wenn er einmal erreicht wird, äh, nie mehr zu einem akzeptierenden Zustand führen, da er selbst kein Endzustand ist. Wir sehen es uns nochmal am Beispiel an. Das hilft vielleicht noch ein bisschen mehr, die Intuition zu verstehen. Wir betrachten das Alphabet mit drei Symbolen ABC und äh, einen DFA, der wie hier skizziert ist. Mit der partiellen Übergangsfunktion a und b können hier oben gelesen werden und mit c kommen wir zum Endzustand, können sich überlegen, welche Sprache hier akzeptiert wird. Ähm, genau, also a, b kann beliebig oft wiederholt werden und am Ende muss ein c stehen. Okay, und diesen können wir jetzt total machen, indem wir einen zusätzlichen vierten Fangzustand einführen und alle fehlenden Übergänge dorthin leiten. Das sieht dann so aus. QF habe ich hier unten und alle Übergänge, die noch nicht existierten, noch nicht definiert sind, führen jetzt zu QF und QF selbst hat diese Schlaufe. Und damit habe ich einen totalen Automaten, der die gleiche Sprache akzeptiert. So, gut. So, das war's für heute. Wir haben also gelernt, was deterministische Automaten mathematisch genau sind und welche Sprache sie akzeptieren und ein bisschen was über ähm, partielle und totale Übergänge erfahren. In den nächsten Vorlesungen werden wir uns noch weiter damit beschäftigen und die wichtige Frage stellen, welche Sprache eigentlich durch endliche Automaten erkannt werden können, also welche Ausdrucksmächtigkeit dieses Berechnungsmodell hat. Kann meine Resulta wirklich genauso viel wie mein Laptop oder weniger? Wir werden sehen. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal und schicken Sie uns wie immer. Ihre Anmerkungen über GitHub und finden Sie die Folien bei uns im Netz. Tschüss.